Hallo und herzlich willkommen zu meinem ultimativen Norska Counter Guide. Ja, jetzt geht es um die Tiermenschen. Tiermenschen ist wirklich High-Tier-Fraktion momentan. Sehr, sehr stark, sehr, sehr schwer zu bespielen. Und ich zeige euch, wie ich mit Norska gegen die Tiermenschen spiele und auch relativ erfolgreich. Also erstmal, was sind die Stärken denn der Tiermenschen? Tiermenschen sind wahnsinnig schnell, eine krasse Rush-Armee. Sie haben massiven Schaden, sind sehr beweglich. Im Fernkampf sind sie jetzt nicht so dolle, aber im Nahkampf sind sie extrem stark. Sie haben viele große, gute, starke Einheiten, aber sie haben nicht wirklich so viel Rüstung, also nicht so viele Einheiten von denen. Kommen wir mal zu meinem Counter. Ich benutze Trog auf jeden Fall. Und wir haben schweiartiges Kotzen. Kämpf oder stirb. Und keine Gegenstände. Wir haben einen Schattenzauberer wieder mit dabei, wie üblich mit Lug und Trug, arkane Kanalisierung, das Pendel, Entkräftung und Melkorts mystisches Miasma. Und keine Gegenstände. Unsere Frontlinie ist durchwachsen und zwar mit barbaren Berserkern, barbaren Champions mit Zweihandwaffe, barbaren Berserker. Barbare Champions mit Zweihandwaffe und barbare Berserker. Ihr seht schon, da ist absolut Stranger Damage auf jeden Fall dabei. Die Typen zerlegen echt eine ganze Menge hier vorne in vorderster Front. Im Hintergrund habe ich zu stehen Barbarenjäger mit Wurfspeere gegen große Einheiten wie zum Beispiel Minotauren, Sturmbulle und solche netten Dinge der Tiermenschen. Wir haben mit dabei die Bestien von Tasna. Die sind gut gegen groß und ich lasse zusammenlaufen mit den noskanischen Eiswölfen, um die Kavallerie abzufangen oder auch einfach um beweglich zu sein. Also ich finde, auf Kavallerie kann man bei ganz wenigen Armeen verzichten. Und die in Konstellation gegen die Tiermenschen sind auf jeden Fall ganz praktisch. Man könnte sogar noch sagen, okay, ich packe mir sogar wirklich noch die Hautwölfe mit dort rein in diesen Trupp, also mit den noskanischen Eiswölfen. Noch die Hautwölfe rein, wäre auf jeden Fall extrem heftig. Damit zerlegt ihr dann die komplette Kavallerie der Tiermenschen. Ich lasse sie aber prinzipiell erstmal hinter meiner Formation laufen und gucke, dass ich dann die Minotauren in die Finger kriege oder sowas in dieser Richtung. Dann haben wir noch mit dabei, also wir haben es ja gerade schon gesagt, die Hautwölfe, wie ich sie einsetzen würde. Die Vielmehrkrieger mit Zweihandwaffe, gepanzert Rüstung zu stringen gegen große Feinde, die Rüstungsspaltung. Also steht zum Beispiel vorne Bestigor-Herden oder so, dann machen die auf jeden Fall Sinn. Oder wenn die Minotauren meinen, sie müssen über die Frontlinie hoppeln und bei euch in die Reihen laufen, dann sind die Vielmehrkrieger mit Zweihandwaffe auf jeden Fall genau die richtige Antwort, die ihr dort braucht. Und wir haben hinten, um den Rücken nochmal zu schützen, ein barbaren Speerträgerregiment in der Hoffnung, dass er nur ein oder zwei Kavallerieeinheiten dabei hat. Manche spielen es aber auch tatsächlich mit dreimal Zentigore. Gut, aber so würde ich spielen. Wir haben ein Gold über ganz, ganz gut durchgeplant. Wenn dieser Guide hilfreich war, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mich auch sehr, sehr gerne abonnieren. Und wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, schreibt mir auch was in die Kommentare. Und wenn ihr Geld sparen wollt, klickt auf den MMOGA-Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr wirklich bares Geld sparen. Einfach draufklicken, ihr kommt auf die Seite von MMOGA, ihr geht ganz normal shoppen und ich kriege ein kleines bisschen Provision durch eure Einkäufe. So einfach geht das, ihr spart Geld, ich bekomme ein bisschen Geld. Astreine Mundo. Mit diesen Worten verabschiede ich mich ganz, ganz herzlich bei euch. Wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das Video seht. Macht's gut, meine Lieben. Haut rein, euer Fearstream.